Ein Brand im Zug und dazu noch im Tunnel. Das kann zu kritischen Situationen führen. Rauch, Hitze und gefährliche Gase. Im Tunnelbereich kann das ganz schnell lebensbedrohlich werden. In der über 150-jährigen Geschichte der deutschen Eisenbahnen ist ein Brand in einem Tunnel im Fernverkehr noch nie vorgekommen. Aber ganz auszuschließen ist das natürlich nicht. Allein auf der Neubaustrecke Hannover-Würzburg gibt es insgesamt 130 Kilometer Tunnel. Zwei sind sogar über 10 Kilometer lang. Es muss eindeutige Verhaltens- und Handlungsanweisungen für das gesamte Zugpersonal geben, damit man in jeder Situation Herr der Lage ist. Meistens ist es ein harmloserer Grund oder reiner Unfug, wenn die Notbremse gezogen wird. Aber aus welchem Grund auch immer, passiert das in einem Tunnel, so ist es auf jeden Fall sicherer, wenn der Zug erst außerhalb des Tunnels zum Stehen kommt. So war es bisher. Sobald die Notbremse gezogen wurde, hielt der Zug an. Egal, wo er sich gerade befand. Natürlich auch im Tunnel. Heute ist das auf der Neubaustrecke anders. Sobald die Notbremse gezogen wird, wird die Bremsung zwar wie üblich eingeleitet, aber der Zug kommt nicht im Tunnel zum Halten. Der Triebfahrzeugführer hat nämlich die Möglichkeit, die Notbremse zu überbrücken und den Zug aus dem Tunnel herauszufahren. Wie geht das? Die gelben Balken auf den Hektometertafeln zeigen an, dass der Weg bis zum Tunnelausgang länger ist als der Bremsweg bei einer Notbremsung. Der Triebfahrzeugführer muss in einem solchen Abschnitt die Notbremse überbrücken. Und das geht so. Jetzt fährt der Zug in einen Notbremsüberbrückungsabschnitt. Er würde innerhalb des Tunnels zum Halten kommen. Darum ist es wichtig, dass die Notbremse überbrückt wird. Die Notbremse wird gezogen. Die Bremsung wird eingeleitet. Gleichzeitig läuft ein elektrisches Signal durch das UIC-Kabel zum Triebfahrzeug. Der elektrische Impuls löst das Blinken eines roten Leuchtmelders und einen Hubton aus. Die gelben Balken auf den Hektometertafeln zeigen, dass der Zug immer noch in einem Notbremsüberbrückungsabschnitt fährt. Also, der Triebfahrzeugführer bringt das Führerbremsventil kurzzeitig in Füllstellung und legt es anschließend wieder in Fahrtstellung. Über einen Kontakt in Füllstellung des Führerbremsventils wird ein elektrisches Signal ausgelöst, das durch das UIC-Kabel zurück bis zum Wagen mit der gezogenen Notbremse läuft. Das Signal verschließt den Luftauslass aus der Hauptluftleitung und der begonnene Bremsvorgang wird abgebrochen. Das Ziehen der Notbremse schaltet den Notbremsleuchtmelder ein. Er blinkt nur in dem Wagen mit gezogener Notbremse, sonst nirgends. Der Triebfahrzeugführer muss das Zugbegleitpersonal schnellstens über die Notbremsung informieren. Achtung Zugbegleiter, Schaltschrankanzeige beachten. Ich wiederhole, Achtung Zugbegleiter, Schaltschrankanzeige beachten. Dankeschön. Der Triebfahrzeugführer informiert inzwischen per Zugbahnfunk den Fahrdienstleiter über die Notbremsung. Hier Fahrdienstleiter Burgsinn. Hier Lokführer 583 zwischen Burgsinn und Rohrbach. Notbremse im Mühlbergtunnel, Kilometer 2294. Ich wiederhole. 583 zwischen Burgsinn und Rohrbach. Notbremse im Mühlbergtunnel, Kilometer 2294. Richtig. Hallo? Aufwachen! Aufwachen! Hallo? Hallo? Guten Tag. Was ist denn los? Warum haben Sie die Notbremse gezogen? Meine Zeitung hatte zufällig Feuer gefangen. Die junge Dame ist in Panik geraten und hat die Notbremse gezogen. Von wegen, das halbe Abteil hat gebrannt.
Das stimmt doch gar nicht. Ja, natürlich stimmt das. Na, das ist ja noch mal gut gegangen. Bleiben Sie bitte im Abteil, ich bin gleich wieder da. Lokführer, bitte melden. Hier, Lokführer 583. Ihr Zugbegleiter Franken. Alles wieder in Ordnung. Ich wiederhole, alles wieder in Ordnung. Richtig. Achtung, Zugbegleiter. Schaltschrankanzeige im Wagen 17 wird aufgehoben. Ich wiederhole. Schaltschrankanzeige im Wagen 17 wird aufgehoben. Per Zugbahnfunk wird auch der Fahrdienstleiter informiert. Anschließend stellt der Zugbegleiter die Notbremse zurück. In diesem Fall war ein Halt nicht erforderlich. Aber es hätte auch anders kommen können. Was wäre, wenn es im Abteil richtig gebrannt hätte? Zugbegleiter mit F-Gerät in Wagen 17 kommen. Jeder Zugbegleiter weiß nun, dass es im Wagen 17 brennt. Und je mehr Feuerlöscher, umso besser. Deshalb sofort mit dem Feuerlöscher zum angegebenen Wagen eilen. Aber bitte so unauffällig wie möglich, um die Reisenden nicht in Angst und Panik zu versetzen. Diesen Koffer mit Megafon und Handlampen holt der Zugführer aus dem Dienstabteil. Auch der Triebfahrzeugführer wird über die Ursache der Notbremsung verständigt. Lokführer, bitte melden. Ihr Lokführer 583. Ihr Zugbegleiter Franken. Brand im Wagen 17. Ich wiederhole, Brand im Wagen 17. Richtig. Gehen Sie bitte in den nächsten Wagen. Ganz wichtig, die Klimaanlage ausschalten, damit sich der Rauch nicht verteilt und der Brand nicht noch zusätzlich mit Sauerstoff angefacht wird. Aber nur im Brandfall und nur in diesem Wagen. Hier Fahrdienstleiter Burgsinn. Betriebsgefahr zwischen Burgsinn und Rohrbach. Haltet Züge zurück. Ich wiederhole, Betriebsgefahr zwischen Burgsinn und Rohrbach. Haltet Züge zurück. Hier 583, wir haben einen Brand im Zug. Ich wiederhole hier 583, wir haben einen Brand im Zug. Die Züge, die auf der Neubaustrecke fahren, haben auch Halonfeuerlöscher. Und das Halon wirkt in Sekundenbruchteilen. Gehen Sie bitte den anderen Wagen. So, es ist alles gelöscht. Hans, hol einen Wasserlöscher. Wir müssen noch Glutreste ablöschen. Das geht nur mit Wasser. Das Feuer ist gelöscht. Niemand ist zu Schaden gekommen. Aber es hätte auch schlimmer kommen können. Der Brand kann sich durch eine offene Abteiltür stärker ausbreiten. Und dem Zugbegleitpersonal gelingt es nicht, das größer gewordene Feuer zu löschen. Was ist denn da los? Ich wollte doch noch meine Handtaschen holen. Klimaanlage ab. Sobald man erkennt, dass man den Brand mit eigenen Mitteln nicht unter Kontrolle bekommt, Hilfe anfordern und die Räumung des Zuges vorbereiten. Denn die Sicherheit der Reisenden steht an erster Stelle. Keine Chance, das schaffen wir so nicht. Da müssen wir räumen. Lokführer, bitte melden.
Hier Lokführer 583. Hier Zugführer Köhl. Wir kriegen den Brand nicht unter Kontrolle. Wir müssen den Zug räumen. Sind wir bald draußen? Ja, ich sehe den Ausgang schon. Wir halten sofort hinter dem Mühlbergtunnel. Ich stelle zum Fahrdienstleiter durch. Hier Fahrdienstleiter Burgsinn. Hier Zugführer IC 583. Wir kriegen den Brand nicht unter Kontrolle. Wir sind aber gleich draußen und räumen. Wir brauchen die Feuerwehr. Brand nicht unter Kontrolle. Ich alarmiere die Feuerwehr. Sobald die gelben Balken an den Hektometertafeln fehlen, bedeutet das noch 1000 Meter bis zum Tunnelende. Der Triebfahrzeugführer leitet die Bremsung ein. Jede Stelle außerhalb des Tunnels ist immer die beste. Egal ob mitten auf einer Brücke oder in einem Bergeinschnitt. Hauptsache, die Reisenden können den Zug verlassen. Hier Zugführer IC 583. Wir stehen am Südportal des Mühlbergtunnels. IC 583 steht am Südportal des Mühlbergtunnels. Beide Gleise sind gesperrt. Zugverkehr ist eingestellt. Oberleitung wird ausgeschaltet. Beide Gleise sind gesperrt. Zugverkehr ist eingestellt. Oberleitung wird ausgeschaltet. Wir räumen den Zug. Richtig. Achtung! Eine wichtige Durchsage an alle Fahrgäste. Hier spricht der Zugführer. Wir haben einen Brand im Zug. Eine Weiterfahrt ist nicht mehr möglich. Bitte verlassen Sie den Zug zum Randweg hin und betreten Sie bitte nicht das Nachbargleis. Folgen Sie dem Randweg und entfernen Sie sich vom Zug. Lassen Sie Ihr Gepäck zurück. Helfen Sie älteren Mitreisenden und Kindern. Achten Sie auf weitere Anweisungen der Zugbegleiter. Ich wiederhole, wir haben einen Brand im Zug. Das ist alles nur wegen Ihrer blöden Zigarre! Was aber wäre, wenn der Zug trotz allem doch einmal in einem Tunnel liegen bleibt? Gehen Sie bitte in den nächsten Wagen. Gehen Sie bitte in den nächsten Wagen. Zugführer, bitte an die Sprechstelle kommen. Ich wiederhole, Zugführer, bitte an die Sprechstelle kommen. Ihr Zugführer, was gibt's denn? Wir haben eine Störung, können nicht weiterfahren. Habt ihr den Brand gelöscht? Nein, wir sind noch dabei. Ich informiere den Fahrdienstleiter, dann melde ich mich wieder. Einverstanden. Hier Fahrdienstleiter Burgsinn. Hier Lokführer 583. Wir stehen im Mühlbergtunnel, Kilometer 2968. Haben eine Störung, Weiterfahrt nicht möglich. Ich wiederhole, 583 im Mühlbergtunnel bei Kilometer 2968 liegen geblieben. Richtig, die Kollegen versuchen noch zu löschen. Wir melden uns wieder. Der Fahrdienstleiter schaltet unverzüglich die Oberleitung ab. Dann schaltet er die Tunnelbeleuchtung ein. Das hat keinen Zweck! Wir müssen räumen! Lokführer, bitte melden. Hier Lokführer 583. Hier Zugführer. Wir kriegen den Brand nicht unter Kontrolle. Wir müssen den Zug räumen. Ich brauche den Fahrdienstleiter. Okay, ich stelle durch. Hier, Fahrdienstleiter Burgsinn. Hier, Zugführer IC 583. Wir liegen im Mühlbergtunnel fest und bekommen den Brand nicht unter Kontrolle. Wir müssen den Zug räumen. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole.
IC 583 im Mühlbergtunnel liegen geblieben. Brand nicht unter Kontrolle. Zug muss geräumt werden. Richtig. Beide Gleise sind gesperrt. Zugverkehr ist eingestellt. Die Oberleitung ist ausgeschaltet. Wind gegen Fahrtrichtung. Ich wiederhole. Beide Gleise gesperrt. Zugverkehr eingestellt. Oberleitung aus. Wind gegen Fahrtrichtung. Richtig. Wir flüchten in Fahrtrichtung, also Richtung Würzburg. Ich wiederhole. Fluchtrichtung Würzburg. Richtig. Wir melden uns von unterwegs. Hat Lokführer mitgehört? Ja, wir flüchten in Richtung Würzburg. Ich sichere die Lok und steige dann ab. Einverstanden. Also Leute, Flucht in Fahrtrichtung, Richtung Würzburg. Steigt aus, geht zu euren Wagen und vergesst die Handbremsen nicht. Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Fahrgäste. Hier spricht der Zugführer. Wir haben einen Brand im Zug. Eine Weiterfahrt ist nicht mehr möglich. Wir stehen in einem Tunnel. Bitte verlassen Sie den Zug zur Tunnelwand hin. Und begeben Sie sich nach dem Aussteigen nach links. Gehen Sie unbedingt in diese Richtung, nach links. Wegen der Rauchentwicklung ist dies der sichere Weg. Lassen Sie Ihr Gepäck zurück. Helfen Sie älteren Mitreisenden und Kindern. Achten Sie auf weitere Anweisungen der Zugbegleiter. Ich wiederhole, wir haben einen Brand im Zug. Hauptschalter aus. Bügel ab. Bremse anziehen. Dann sorgt der Triebfahrzeugführer dafür, dass das Spitzensignal rot abgeblendet wird. Erst dann kann er die Lok verlassen. Wichtig, nicht die Handleuchte vergessen. Der Zugführer hat als Verantwortlicher die wichtige Aufgabe, die Räumung zu koordinieren und die Fahrgäste zu beruhigen. Er soll sie aber auch so weit informieren, dass es aus Unkenntnis der Situation möglichst nicht zu Einzelaktionen der Reisenden kommt. In diesem Fall ist der Weg gegen die Windrichtung auch der kürzere. Natürlich kann es auch sein, dass der kürzere Weg in den Qualm hineinführt, wenn nämlich der Wind aus der anderen Richtung weht. Rauch, Hitze und Gase aber würden die Fahrgäste dann auf diesem kürzeren Weg bedrohen. Nur wenn der Tunnelausgang in sichtbarer Nähe ist und die Rauch- und Hitzeentwicklung nicht zu stark sind, kann man den Tunnel auch mit der Windrichtung verlassen. Wegen des starken Gefälles auf der Neubaustrecke muss jeder Zugbegleiter möglichst zwei Handbremsen anziehen. Hier Zugführer IC 583. Räumung des Zugs beendet. Wir können nicht sicher feststellen, ob Fahrgäste zurückgeblieben sind. Verqualmung nimmt zu. Wir müssen uns beeilen. Rettungsdienste sind alarmiert. Müssen bald eintreffen. Meldet euch am Tunnelportal wieder. Okay. Wir gehen weiter. Was wäre, wenn... Ein Brand im Tunnel bleibt ganz sicher die Ausnahme. Und doch müssen wir uns auf alle Fälle vorbereiten. Denn Sicherheit wird bei uns ganz groß geschrieben.